Ich grüße Sie. Die uniformen Massenmedien und das Parteiensystem könnte die Menschheit in den beschleunigten Niedergang führen. Eine hochgezüchtete, dogmatisch geprägte Wissenschaft flankiert die selbsternannte Elite bei der Verdummung der Allgemeinheit. Bei den Bürgern hat das Modebewusstsein das Selbstbewusstsein längst ersetzt. Eine vielbeschworene alternative Bewegung im Sinne einer Einflussnahme wird allerdings meist nur im Außen gesehen, indem man zum Beispiel hinter einem Demonstrationszug herläuft. Das Wählen von Parteien wird gern ebenfalls einer Eigenbewegung zugeordnet. Man kann es aber auch so sehen, dass das Abgeben der Stimme auch eine Aufgabe der Eigenverantwortung bedeutet. Man verliert also jedwedes Recht, sich über die Politik zu beschweren. Denn durch den Wahlgang wird das System anerkannt, somit auch die Ergebnisse und deren Folgen. Wie oft hört man Sätze wie »Ich bin tief bewegt«? Dabei handelt es sich meist um Gefühlsreaktionen, die auf gewissen Erschütterungen beruhen. Agieren ist das Gegenteil von reagieren. Und hier gilt es anzusetzen. Wer sich wirklich bewegen will, um etwas zu ändern, sollte sich besser selbst kennenlernen. Es geht um den Sinn der eigenen Existenz und seiner Aufgaben. So beginnt eine ganz spezielle Art der Bewegung. Eine echte Eigenverantwortung tritt ein. Ab und zu höre ich, für eine solche philosophische Herangehensweise haben wir nun wirklich keine Zeit. Es folgen dann Beschreibungen unserer politischen und ökonomischen Verwerfungen, wobei diese Analysen auch oft richtig sind. Allerdings sollte man sehr genau die Zeitqualität prüfen, bevor man einem blinden Aktionismus verfällt. Sprechen wir einmal vom physischen Druckausgleich. Um im Äußeren wirklich etwas zu bewegen, braucht es eine innere Stabilität. Ausgeglichenheit sollte das Ziel sein. Ziehen wir die Naturwissenschaft heran und betrachten unseren Körper einmal gewagt als einfaches Hohlgefäß, ähnlich einem geschlossenen Behälter. Das kann man sich gut vorstellen. Ein unglaublicher atmosphärischer Luftdruck wirkt von außen auf dieses Gefäß und würde es erdrücken, wenn nicht im Inneren ein entsprechender Gegendruck vorhanden wäre. Wenn man nun dieses Gefäß erhitzen würde, gerieten die Moleküle im Inneren des Behälters in lebendige Bewegungen. Bei zu hektischer Molekularbewegung zerplatzt der Behälter, da der atmosphärische Außendruck der inneren Expansionskraft nicht mehr standhalten kann. Es geht also um eine natürliche Balance. Kommen wir in diesem Zusammenhang nun zum geistigen Druckausgleich. Die physischen Eigenschaften lassen sich auch auf unser geistiges Leben übertragen. Primär gilt es zu erkennen, dass wir nicht unser Körper sind, sondern einen Körper haben. Selbst ein Atheist sagt nicht, ich bin ein gesunder Körper, sondern ich habe einen gesunden Körper. Wir unterscheiden also offenbar aus einer inneren Intuition, dass der Mensch und sein materieller Körper nicht eins sind, sondern dieser biologische Mantel von uns bewohnt wird. Und das ist auch richtig. Aber bevor nun die Schulwissenschaft hineingrätscht, kurz eine Klarstellung. Die Reinkarnation im Rahmen der Naturgesetze und die Evolutionstheorie sind kein Widerspruch. Der Darwinismus bezieht sich allerdings schwerpunktmäßig auf die körperliche Entwicklung, wie man es zum Beispiel im Rahmen einer Schwangerschaft bei der Heranreifung von der Zygote zum Babykörper beobachten kann. In einer Art Zeitraffer also. Nun unterscheiden wir aber selbst bei der Entwicklung eines Autos zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrer, um eine ganz einfache Metapher zu nennen. Das eigentliche Ich und sein Körper sollten also klar getrennt gesehen werden, um die menschlichen Zusammenhänge überhaupt verstehen zu können. Das tiefe Innere, ich nenne es einmal den Piloten unseres Körpers, nennt man Seele. Diese Seele ist nicht materiell, sondern vor allem geistig, also mit physikalischen Gerätschaften nicht messbar. Das ist aber auch völlig unwichtig, wenn man wahrhaft beginnt, dieses Leben verstehen zu wollen. Ähnlich dem atmosphärischen Druck auf den gerade genannten materiellen Hohlkörper
wird auch unser geistiges Innenleben durch einen gewaltigen Druck belastet. Dieses Pressen nimmt zum Beispiel mit dem technischen Fortschritt immer weiter zu. Wer in dieser Zeit beruflich bestehen will oder gar Karriere machen möchte, kennt diesen Druck nur zu genau, allein durch mobbende Konkurrenten. Die Beispiele sind allerdings endlos. Die Nerven können schon bei dichtem Straßenverkehr oder einer Parkplatzsuche blank liegen. Jeder kennt das. Die Programmierung eines neuen Handys oder Fernsehers können schon überfordernd wirken. Aber auch die politisch marode Lage, die schlichte Angst vor der eigenen Altersarmut oder die explosionsartig steigende Kriminalität in der Heimat belasten viele sensible Seelen. Betroffen ist auch hier der geistige Bereich unseres Körpers. Wer hier nicht wachsam ist, läuft Gefahr, erdrückt zu werden. Die steigende Anzahl der Depressionen, Burnouts und sogar Suizide sind ein deutliches Indiz für diese Entwicklungen. Durch den geistigen Druckausgleich lassen sich diese Gefahren allerdings eliminieren. Wie oft hört man von Menschen, die unter einer inneren Leere leiden? Deutlicher kann man den mangelnden geistigen Innendruck kaum beschreiben. Wie aber erreicht man nun den notwendigen Druckausgleich? Eine klare und sinnhafte Nutzung unserer geistigen Verbindung zu den Gesetzen der Natur haben wir nahezu völlig verlernt. Unter der Führung der natürlichen Intuition kann das Werkzeug Verstand seinen Dienst wieder nachhaltig verrichten. Die Anerkennung des Menschen, sich als Teil dieser vollkommenen Natur und nicht als Krone zu verstehen, verursacht genau durch diese Justierung eine innere Bewegung. Der Geist erkennt die gesunde Entwicklung und beginnt zu schwingen, ähnlich der Moleküle im materiellen Gefäß, was ich beschrieb. Durch diese geistige Bewegung entsteht Wärme. Der Innendruck steigt an, bis die innere Leere überwunden ist. Mit diesem Druckausgleich ist keine Ruhephase zu körperlichen Aktivitäten gemeint. Der oft geäußerte Wunsch, die Seele baumeln zu lassen, ist absurd. Diese sollte eben nicht träge baumeln, sondern stattdessen aktiv schwingen, um dem Außendruck auf den Geist standzuhalten. Körperliche Aktivphasen brauchen natürlich körperliche Ruhezeiten, um physisch in den Ausgleich zu kommen. Der Geist aber braucht Bewegung zum Ausgleich, um voller Energie wirken zu können. Typische Sätze, wie man sie hört, ich suche Zerstreuung, um wieder zu Kräften zu kommen, beweisen ebenfalls eine völlige Verwirrung. Sich zerstreuen bedeutet übertragen gesehen der Wunsch nach einer eigenen Sprengung. Manche Personen suchen ihr Heil in esoterischen Philosophien, um sich vom weltlichen Geschehen abzukoppeln. Sie halten sich dann aus allem heraus, sitzen in Zirkeln mit verklärtem Blick herum und betrachten dabei ihre innere Leere. Andere wiederum nehmen einen irrsinnigen Außenkampf, zum Beispiel im Rahmen einer Partei gegen die verfehlten Machtstrukturen auf. Dabei zerreiben sie sich selbst. Ich komme zum Fazit. Eine intuitive, also geistige Vorbereitung ist elementar wichtig. Nachschaffung dieser Grundlagen lassen sich dann auch auf der Verstandesebene richtige Entscheidungen für das eigene Leben ableiten. Die nüchterne Erkenntnis der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Verwerfungen lassen sich nun strategisch eindeutig erkennen. Die sachliche und finanzielle Krisenvorsorge sollten ebenfalls im Fokus stehen. Auf diesem Fundament erst können politisch eigenverantwortliche Entwicklungen gedeihen. Vorschnelle Verurteilungen von andersdenkenden Menschen werden eliminiert. Mit klarem, intuitiv geführtem Verstand kann man nun ganz einfach unsere schlampige Vokabelnutzung bzw. die vielen geistig einschränkenden Think-Tank-Manipulationen erkennen. Die Natur kann dann als eindeutige Vorlage für unser Verhalten dienen. Gender-Mainstreaming, Kita-Wahn, Globalisierung, rassistische Reinhaltungs- oder Vermischungspolitik und so weiter werden glasklar als systemische Dogmen entlarvt. Nach dem Naturgesetz der Gleichart finden sich nun auf dieser Basis Menschen zusammen, deren Zusammenhalt neue Maßstäbe setzen kann,
eine echte Bewegung entsteht. Man kann diese Worte als abgehoben interpretieren, aber auch als hochkonkret erkennen. Konkreter als die vielen systemischen Maßnahmen, wie Parteien und so weiter es immer wieder versprechen, aber niemals halten können. Die gesamte Menschheit hat offenbar viele Zeitfenster sinnlos verstreichen lassen und eine Umkehr aus dem Wahnsinn versäumt. Nun ist jeder Einzelne gefragt. Ihnen alles Beste.